Hallo liebe Leute, willkommen zu meinem Infovideo. Im Moment spielen wir GTA 5, aber nicht als Let's Play, das wurde ja entschieden, aber dazu gleich mehr. Ich werde hier einfach ein bisschen random rumfahren, den Dicken rauslassen, während ich euch ein paar Sachen erzähle. Ich fahre Richtung Highway, es ist kein Commentary, ich kommentiere alles via live, alles kein Thema. Was ist denn los? Nee, habe ich keine Zeit. Ich habe keinen Bock, euch zu helfen. Ich verdiene durch den Aktienhandel mehr als genug. Und ich dachte mir, ich spreche ein paar, beziehungsweise wenn nicht gar die wichtigen Punkte an, die es auf meinem Kanal im Moment so zu besprechen gibt. Ja, mein wunderschönes, pinkes, geiles, aufgemotztes Auto. Ja, schade. Egal. Ich versuche es ein bisschen kürzer zu halten. Obwohl ich Geschichteerzähler bin, aber egal. Wie ich euch ja schon gesagt hatte, in der Pilotfolge des GTA 5 Projekts sind quasi 3 Likes oder 2 zustimmende Kommentare nötig, damit ich dieses Projekt weitermache. Das ist nicht passiert. Stand jetzt hat das Video 37 Aufrufe, 2 Likes, 1 Dislike und insgesamt schon ein paar Kommentare und die waren eher ablehnend. Die Sache ist damit eindeutig vom Tisch. Ich werde GTA 5 nicht Let's Playen. Ihr seht es jetzt nur als Hintergrund, damit ich irgendeinen Hintergrund hatte. Ich wollte vielleicht noch ein anderes Spiel nehmen, aber nee, GTA 5 ist doch am geeignetsten. So, ab auf die Rennstrecke. Ja, und ich kann es durchaus verstehen. Also einer hat sogar gesagt, er hat es auf den Punkt gebracht, das Spiel ist ausgelutscht. Also es ist immer noch GTA, aber in 5 Jahren wird keiner mehr von reden. Über San Andreas redet man heute noch. Also, nee. Das Spiel hat einfach keinen Charakter, es hat keine Seele, auch wenn es gut ist. Ich meine, seht euch die Grafik an, die ist jetzt bei mir auf Mittel eingestellt, damit das Spiel auf 60 Frames läuft. Auf Höchstwerten würde es auf so 30, 35, 40 Frames ungefähr laufen. Das habe ich getestet, weil ich es ja Let's Playen wollte. Ja, so viel dazu. Also GTA 5 erscheint nicht. Was habe ich als nächstes auf meiner Liste? Ich wünsche mir allgemein ein bisschen mehr Beteiligung. Also es war ja ein Community-Wunsch. Einer hat gesagt, passt mal auf, ich hätte gern GTA 5. Das hat er mir sogar 2-mal geschrieben. Ich glaube, das erste Mal vor knapp einem halben Jahr oder so. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Und dann beim Hacknet-Projekt am Ende nochmal. Lieber User, es ist schön, dass du dir Sachen wünschst, aber dann reagiere bitte auf die Videos, wenn ich denn deinem Wunsch schon nachkomme und dieses Projekt mache. Ja, das wäre ganz freundlich. Weil als ich es dann rausgehauen habe und gesagt habe, hier, jetzt gibt es die Chance, ich mache das Spiel, dann war da wieder nichts, das finde ich ein bisschen schade. Und das würde ich gerne vermeiden, also überlegt euch das gut und dann schaut vielleicht auch ab und zu mal rein. Ich erwarte nicht, dass ihr 24 Stunden auf meinem Kanal rumgammelt, ich verlange das von keinem, ich kann auch niemanden dazu zwingen, will ich auch gar nicht, jeder wie er will. Aber das sind einfach so Sachen, wisst ihr, nee, muss nicht sein. Also, ich glaube, er weiß, dass er gemeint ist und naja, gut. Ja, nächstes Thema. Was kommt als nächstes? Auf meinem Kanal ist jetzt gerade ein bisschen tote Hose. Das Hacknet-Projekt ist jetzt auch knapp einen Monat wieder rum. Und ich habe seitdem, außer dem Pilotvideo, GTA 5 nichts gebracht. Ja, das liegt daran, dass ich dachte, GTA 5 wird gemacht. Ich hätte durchaus doch eine etwas positivere Resonanz erwartet, als die, die gekommen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich selber nicht ganz überzeugt war, es wäre ja eh kein 100% LP geworden wie San Andreas. Dafür ist es mir einfach zu aufwendig. Ich habe selbst auf diesem Spielstand hier, glaube ich, nur 96%, weil ich manche Sachen einfach nicht fertig habe, weil ich nicht weiß, was es ist. Ja. Also wäre eh nur storymäßig und auch durchgerusht, wie dann beim Hacknet. Und ja, ich glaube, das wollten die Leute nicht sehen, kann ich jetzt aber auch verstehen. Aber wie gesagt, ich hätte erwartet, dass es zumindest einen gibt, der sagt, oh schade, dass es nicht kommt oder sowas. Ne, muss ich schon ehrlich zugeben. Aber gut. Nächstes Thema, ein Spiel ist ziemlich sicher, welches kommt, das ist Life is Strange Before a Storm. Da kommt die erste Episode am 31. August raus und ich versuche es so früh rauszuhauen, wie nur irgend möglich. Ich muss gucken, nee, ich habe keine Zeit hier was zu machen. Ich muss gucken, wann die Folge freigeschaltet wird, weil das ist auch wieder wie Life is Strange ein Episodenspiel. Es wird 3 Folgen geben, also 3 Episoden. Und die werden dann wieder freigeschaltet. Das heißt, wir können die erste dann am 31. August spielen. Wann die 2 anderen kommen, das wissen wir noch nicht. Aber das möchte ich auf jeden Fall auf meinem Kanal raushauen. Da hätte ich echt Bock drauf. Und für den Fall, dass es nicht passiert, ja, muss es eben für mich selber spielen und dann im Nachhinein nochmal aufnehmen, falls das als live nicht gilt. Aber ich will es, wie gesagt, so früh wie möglich raushauen.
damit ihr auch mal was extrem Aktuelles sieht und nicht immer so ausgelutschte Sachen, wie es mir auch schon vorgeworfen wurde. Jo. Wenn ihr wollt, sogar mit Facecam. Ich habe meine Fratze auf diesem Kanal hier bisher nicht gezeigt, weil ich dachte, das sei überflüssig, das brauche ich nicht. Aber Life is Strange, das ist ja so eine Emotionssache. Also zumindest das erste Spiel, ich weiß ja nicht genau, was mich im zweiten erwartet. Ich gucke absichtlich keine Trailer, nix. Ich weiß nur, dass Chloe im Mittelpunkt stehen wird, mit der Rachel Amber, um die es ja im ersten Teil auch ging. Und ja, mehr weiß ich noch nicht. Interessant, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das Spiel rauskommt, wenn es dann auch geguckt wird. Ja, schade, dass die Kiffer traurig sind, aber dann brauchen sie nur um die Ecke gehen, da gibt es genug Illegale. So, Dealer. Ja, und bis dahin bräuchte ich eventuell noch so eine Art Übergangsprojekt. Das müsste wieder was Kleineres sein. Habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht finde ich bis dahin ja noch was. Aber nein, ich will das Radio nicht anhaben. Ah, man, fuck. Muss ich einfach mal gucken. Wenn nicht, müssen wir halt einen Monat warten. Das ist eben auch so eine Sache. Wisst ihr, ich spiele auch privat nicht allzu viel. Also ich spiele im Moment gerade 3 Spiele gleichzeitig. Nämlich GTA 5, Honey Pop. Also es ist so ein Anime, Hentai-Spielchen, glaube ich. Also guckt das mal auf Steam nach. Das ist ganz lustig. Und Shadow Warrior 1, die spiele ich gerade. Und Let's Playen kann ich nicht alles. Also ich kann wirklich nur Spiele Let's Playen, mit denen ich mich auskenne, zu denen ich was sagen kann und die mir auch Spaß machen, normal zu spielen. Das ist bei den allermeisten Spielen, die ich heutzutage anfasse, leider einfach nicht mehr der Fall. Leider. Deswegen, und das ist jetzt nochmal wegen Hacknet, was ja auch ein bisschen ein Erfolg war, aber zum Teil auch eben in die Hose gegangen ist, weil ich nicht kannte. Blind Let's Plays werden auf meinem Kanal auch keine mehr kommen. Ich habe gemerkt, dass es nichts für mich ist. Außer Life is Strange Before a Storm. Das kann ich ja nur blind spielen. Da bin ich echt mal gespannt, wie das wird. Aber sofern es sich um kein Story-Only-Spiel handelt, werde ich kein Spiel mehr blind auf diesem Kanal spielen. So. Ja, das Video wird wieder doch länger, als ich dachte. Ich hoffe, ihr hört alle noch zu. Bleibt bitte dran. Es ist wichtig, was ich alles sage. Mehr oder weniger. Ja. So ist es. Dann habe ich mir die Wünsche rausgesucht, die er in den anderthalb Jahren so unter meine Videos geschrieben hat. Die Kommentare, die sind ja auch nicht gerade so viel. Deswegen hatte ich da durchaus den Durchblick. Wenn ich jetzt bei einem bekannten Let's Player gucken müsste, da wäre natürlich alles voll. Aber ne, das ist bei mir nicht so. Ich habe da einen ganz guten Überblick. So, ich muss mal langsamer fahren. Es wurde sich von einem Nutzer Limbo gewünscht. Also das Spiel Limbo besitze ich nicht. Ich weiß auch nicht, worum es da geht. Also ich müsste dieses Spiel erst einmal für mich selber durchzocken, um herauszufinden, ob das was für mich ist. Also ich müsste es erstmal kaufen, das ist wichtig, ne? 10 Euro. Ich bin auch nicht König Krösus, ich muss das auch abwägen, ich habe nicht so viel Geld. Und naja, der ganze übliche Kleinkram, ne? Also ich muss es dann nochmal durchspielen, dann muss es mir gefallen haben und dann muss ich nochmal Interesse haben, das zu spielen. Das weiß ich nicht, ob das was wird, ne? Das ist immer sehr schwierig. Ich bin immer ein bisschen misstrauisch bei neuen Spielen. Ja, GTA 5 habe ich schon gesagt, wurde sich gewünscht, habe ich auch angefangen, wird aber jetzt nichts draus, weil es nicht gut angekommen ist bei euch und dann brauche ich mir die Mühe nicht machen. Sniper Elite hat der Kommentator drunter geschrieben, der auch geschrieben hat, ne, GTA 5 lieber nicht. Interessanter Wunsch, ich besitze dieses Spiel nicht, habe ich gesagt, aber ich habe dann mal in meinen Steam-Account geguckt und gemerkt, dass ich doch einen Sniper Elite-Teil besitze. Ich weiß jetzt nicht mehr welchen, ob den ersten, den zweiten, dritten, irgendeinen auf besitze ich aber auf jeden Fall. Habe ich nur noch nie angerührt. Ich habe, glaube ich, 60% meiner Steam-Spiele noch nie gespielt und auch noch nie installiert, keine Ahnung. Da sind so viele Nobodies runter, weil ich früher bei den Humble-Bundlen immer mitgemacht habe. Und ja, ich könnte es mir vielleicht mal ansehen, aber ich will ehrlich gesagt auch nicht mehr so viele Shooter spielen. Also ja, Sniper Elite ist ja wieder ein First-Person-Shooter und diese Spiele spiele ich eigentlich gar nicht mehr gern. Aber trotzdem, danke für den Vorschlag. Ist ja sehr schön, dass du dich eingebracht hast. Ich glaube, Hanoku warst du, so hieß es. Ja, Grüße an dich. Und ja, dann hat einer während des Stalker-Projekts Stalker Lost Alpha vorgeschlagen. Das ist eine Modifikation von Stalker Shadow of Chernobyl, meinte ich. Da muss ich auch dankend ablehnen. Ich bin kein Freund von Modifikationen. Ich spiele keine Mods. Ich bin Vanilla-Gamer, so nennt man, glaube ich, die Leute, die keine Mods installieren. Also Vanilla, so ähnlich wie in der Sexindustrie, die Leute, die nicht auf BDSM stehen, aber egal. Nee, also ist auch keine Option und ich weiß auch nicht, wie stabil das ist und Stalker ist ja sowieso immer so eine Sache mit Stabilität etc. Und
gleiche Problem wie bei Limbo und bei Sniper Elite. Ich müsste es erstmal finden, ich müsste installieren, müsste es durchspielen und müsste dann gucken, ist es was zum Let's Playen. Die anderen beiden Stalker-Teile zum Beispiel haben mir nicht so gefallen, als dass ich sie nochmal je anrühren würde oder dass ich sie erst gerecht Let's Playen würde. Das wird nichts. Tut mir leid. Dann wurde, ja, habe ich mir noch notiert, das Saboteur-Projekt. Ja, da ist jetzt ewig nichts mehr gekommen. Ich habe das aber auch schon in anderen Projekten, meine ich, gesagt. Wird nicht weitergeführt. Ich habe meine Probleme mit Blind Let's Plays und bei diesem Spiel hatte ich einfach irgendwann keinen Bock mehr, es anzufassen. Keine Ahnung wieso, auch wenn es mir grundlegend eigentlich gefallen hat, aber irgendwie war so dieser Motivationsschub weg, den man eigentlich bei jedem neuen Spiel hat, das rauskommt oder so. Der war bei mir nicht, der war nicht mehr da. Ich habe das Spiel nicht mehr spielen wollen, obwohl mich die Thematik etc. interessiert hat. Das war alles ganz cool. Ja. Gut, Leute, damit habe ich schon alles gesagt und ich glaube, ich fahre in den... Was ist der Aufgang oder der Untergang? Dann fahre ich frohen Mutes in den Sonnenuntergang. Ich hoffe, ihr habt alles... Könnt nachvollziehen, was ich so gesagt habe. Es ist mal wieder viel zu lang geworden. Ich wollte vielleicht ein 5 Minuten... Jetzt ist sogar meine Stimme schon weg. Ich wollte ein 5-Minuten-Video. Aber ich glaube, es sind jetzt wieder mindestens 15 geworden. Ich habe die Aufnahmezeit nicht im Blick. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns bei dem nächsten Video, welches auch immer das sein wird. Schreibt mir eure Anmerkungen zu all den Punkten, die ich geschrieben habe, oder auch nur zu einem, ist mir egal. Reagiert, das wäre ganz nett. Und ja, wie schon gesagt, wir sehen uns beim nächsten Video. Das war Black Wasp, das war mit GTA 5. Wir sehen uns. Ciao.